Alle Jahre wieder brennen sie, die Weihnachtsbäume, die circa 14 Tage die Wohnstuben in der Weihnachtszeit dekoriert haben. So sind nunmehr alle Mainzdorfer aufgerufen, ihre ausgetrockneten Weihnachtsbäume, allerdings nur natürliche Weihnachtsbäume, an diesem Samstag bis 7 Uhr an den Straßenrand zu legen, damit die Kameraden der Jugendfeuerwehr, aber auch die aktiven Erwachsenen die Bäume einsammeln können, um sie dann ab 18 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Mainzdorf abbrennen zu können. Das Ganze ist im Ortsteil bereits eine Tradition und wird mit Glühwein, Würstchen und Buletten kulinarisch versüßt, wie uns Jugendwart Sven Schmager verriet. Auch in Roßlau brennen die Bäume, denn der Burgverein lädt auch in diesem Jahr zur Weihnachtsbaumbrennaktion ein. Wir sprachen mit Iris Beck und ließen uns den Ablauf erklären. Morgen ist das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen hier auf der Burg ab 16 bis 20 Uhr.